Wie kann man im Internet Geld machen? Ich habe das mal ChatGPT gefragt und hier sind die Antworten. Zwei Sachen wiederholen sich da drin und zwar Online-Verkauf und E-Commerce. Weil ich sowieso schon genug Dropshipping-Videos auf diesem Kanal gebracht habe, habe ich mir gedacht, machen wir das doch dieses Mal ein bisschen anfängerfreundlicher und sagen, okay, wir haben nur 48 Stunden Zeit für einen komplett neuen Store. Und wir setzen uns auch ein Budget von, ja, 50 bis 100 Euro. Wir können sowieso nicht mehr ausgeben in 48 Stunden durch die TikTok-Ads. Aber hier sind wir, 48 Stunden Dropshipping-Challenge. Ich bin gespannt, ob wir es reißen können. Okay, Dropshipping kennt ihr ja hoffentlich, oder? Falls nicht, hier eine 10-Sekunden-Erklärung. Ihr sucht euch aus China ein Produkt aus, vermarktet es auf TikTok zum Beispiel, verkauft es über eure eigene Webseite, schickt dieses Produkt dann an den Kunden und ihr behaltet das Geld. Das ist Dropshipping in a nutshell. Wie ich schon im Intro gesagt habe, werden wir das dieses Mal auch machen, nur in 48 Stunden. Schauen wir da mal wirklich, ob wir in 48 Stunden in Dubai chillen und unseren eigenen Online-Kurs verkaufen, eine Rolex tragen und haufenweise Cash im Internet machen. Im Dropshipping gibt es im Grunde genommen ja ungefähr 4 Säulen, die man beachten sollte. Das erste wäre das Produkt, denn ohne ein richtiges Produkt kann man im Dropshipping sowieso nicht succeeden. Dann natürlich die Webseite, die man um dieses Produkt baut oder die Website-Strategie, die man hierbei verfolgt. Werbung als dritte Säule, halt die Ad-Creatives erstellen, eigene Werbung drehen, Hochkantformat, Seitenformat, das alles. Und dann letztendlich die vierte Säule, Marketing, wie man dann letztendlich die Werbung an die Zielgruppe gibt, sei es mit TikTok-Ads, Facebook-Ads oder Insta-Ads oder vielleicht mit Flyern auf der Straße. Heißt für uns jetzt auf jeden Fall, der erste Schritt ist, das richtige Produkt rauszusuchen. No, it don't. Oh! Okay, normalerweise verschwende ich bei diesem Schritt am meisten Zeit, indem ich mindlessly auf TikTok scrolle und die ganzen Werbung analysiere und gucke, welches ja Produkt wir auch absnitchen können. Hashtag TikTok made me buy it oder Hashtag found on AliExpress. Das funktioniert ganz gut. Aber ich habe ein Tool gefunden, welches mega zeitsparend ist. Das seht ihr gerade, es heißt Orgatic. Wenn ich hier zum Beispiel auf Produkte gehe, dann seht ihr hier die Top-Produkte. Zum Beispiel hier das rechts Frozen Cup ist 100% legit. Das habe ich so oft auf Instagram und auf TikTok gesehen. Anscheinend printen die hier auch ca. 30 US-Dollar am Tag. Das ist ja alles nur eine Schätzung und man weiß natürlich auch nicht, wie viel die verdienen. Aber geht man hier mal durch die Produkte durch, sind hier richtig viele. Was mir aber auffällt, ist, dass man zweimal diese Lampe hat. Einmal heißt sie hier Rose Glow und andererseits heißt sie hier Crystal Lamp. Beides hat einen viralen Faktor. Steady Sales, sieht cool aus und ich könnte mir vorstellen, dass man darum einen guten Store aufbauen kann. Wir können hier nochmal weiterschauen. Hier wieder was ähnliches, eine Crystal Lamp heißt es. Okay, ist jetzt nicht das gleiche, aber ungefähr. Das Coole an dieser Software ist auch, wenn man hier auf Videos geht, dann sieht man halt auch die Live-Samples, die die Leute benutzen. Zack, haben wir hier diese schon, können wir theoretisch direkt als Ad-Creative nehmen. Also natürlich ist es urheberrechtlich jetzt nicht so wirklich erlaubt. Aber man könnte es theoretisch direkt nehmen und das ist hier auch auf Platz 1 mit 735 Likes und ja 20.000 Views. Hier unten rechts haben wir direkt wieder eins. Also ich denke mal schon, dass das ein Produkt ist, welches wir benutzen können. Gehen wir mal auf Top-Wochenprodukte. Vielleicht ist es da auch mit dabei. Okay, bei Top-Wochenprodukte ist es nicht mit dabei. Vielleicht hier rechts dieses Baby-haltende Ding. Ja, was auch immer. Könnte vielleicht funktionieren, dadurch, dass es generell ja Babys und Healthcare eine gute Nische sind. Und wir sehen hier auch, boah, krank viele Einnahmen am Tag, also locker über 2.000. 51 Einkäufe am Tag, aber ich probiere das Ganze über TikTok wieder zu machen und ich denke nicht, dass viele mit auf TikTok chillen, sondern dann eher auf Facebook und Facebook-Ads ist ein bisschen komplizierter. Mark Zuckerberg ist auch ein bisschen, ja, strikter, deswegen, ja, chillen wir mal. Aber okay, wenn wir jetzt so schnell ein Produkt gefunden haben und zwar dieses Roastlow-Ding, gucken wir mal, wie viel das auf AliExpress kostet. Ja, okay, angeblich 7 bis 8 Euro. Die verkaufen es hier für 28 US-Dollar und für 21 US-Dollar. 21 minus 8 sind 13 Euro Profit pro Produkt. Was echt gut ist. Über 50% Profitmarge. Ich denke mal schon, dass dieses Produkt viel Potenzial hat, auf TikTok viral zu gehen. Nur lasse ich dieses Produkt jetzt auch nicht zu mir shippen und wir müssen halt gucken, wie wir es mit der Werbung machen. Aber durch dieses Tool Orgatic habe ich jetzt das Produkt auf jeden Fall mega schnell gefunden. Man könnte hier noch vieles andere filtern, aber das würde den Rahmen dieses Videos, denke ich mal, sprengen. Deswegen checkt die gerne ab. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Aber somit sind wir einen Schritt näher gekommen, in 48 Stunden vielleicht sogar schon ein erfolgreiches Online-Business zu starten und somit Geld im Internet zu printen. Daraufhin habe ich erstmal die Webseite probiert zu erstellen. GoDaddy Domain gekauft, den Shopify-Plan ausgewählt, 1 Euro gepaid. Lief auch alles ganz crispy clean. Aber dann ist das passiert und ab dann fingen die Probleme an, sich zu häufen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Vor allem, weil ich auch schon ziemlich weit mit dem Store war. Aktuell bei ca. 5 bis 6 Stunden. Fairerweise würde ich jetzt einfach sagen, halten wir das Ding hier an. Wenn man es mal Klartext nimmt, wir hatten den Store fast fertig und dann haben wir diesen, ja, sag ich mal, Bann oder... Was heißt Bann? Ja, diese Verifikation müssen wir machen. Deswegen müssen wir einfach, denke ich mal, nochmal einen neuen Account erstellen. Alles andere nochmal rüber kopieren, das gleiche nochmal machen, den Store nochmal erstellen. Nun stellt sich das Problem, wenn das gleiche dann nochmal passieren sollte, habe ich denn Bock, innerhalb von 24 Stunden über 3 Stores zu erstellen? Nö.
Look at this dude. Aber wird sich das am Ende lohnen? Hoffentlich. Wenn ich den neuen Store wieder am Laufen habe, starte ich den Timer. 24 Stunden später ist dann auch letztendlich mal unser Store fertig. Ich musste dann sogar noch den Support anschreiben und habe nochmal einen extra neuen Shopify-Account erstellt. Aber war eine spannende Reise dadurch, dass ich den Support anschreiben musste. Die Domain haben wir leider immer noch nicht verbunden, weshalb wir hier immer noch auf der My-Shopify-Domain sind. Ihr seht den Store. Aber wir sehen Morsant, cleanes Logo, aktueller Oster-Sale mit einem schönen Bild, was eigentlich übel geil mit den Farben harmoniert. Ein kurzer Text, dann auch wieder Banger-Bild gefunden im Internet und wie ihr hier bemerkt, bin ich Picasso geworden bei dem Website-Design. Schönes pinkes Lila, passt zusammen, LED-Kristall Moasand. 25 Euro hier, da unten, das sieht nicht so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und der Button funktioniert auch nicht. Aber gehen wir mal auf das Produkt, denn das ist ja eher time to shine. Gehen wir hier drauf, haben wir auch cleane andere Bilder. Ich hätte theoretisch dieses Bild auch als, ja, Frontcover nehmen können. Dadurch, dass die Farben hier auch, ja, mega gut harmonieren. Aber ich denke, diesen Kontrast drin zu haben, ja, ist schon mal was Feines. Gehen wir zur Beschreibung. Easy peasy, lemon squeezy. Das GIF ist auch noch nice. Und das war's dann auch für unsere Seite. Den rechtlichen Kram haben wir dann natürlich auch noch. Ich habe die Reviews vergessen. Bro. Digga, wie kann man die Reviews vergessen? Das war unsere Page ohne Reviews. Mit seht ihr dann auch noch, aber ändert sich halt nur noch mit den Sternchen. Wir sind zum aktuellen Zeitpunkt jetzt fertig mit unserem Store. Dann bleibt uns noch theoretisch 43 Stunden circa für TikTok-Werbung erstellen. TikTok-Werbung ausspielen. Schon mal ordentlich. Ist also unser nächstes Ziel, ist wieder im Internet nach Content zu suchen. Wobei das, denke ich mal, ziemlich einfach ist. Vor allem mit dem Tool Orgatik. Deswegen werde ich mir wieder den Content von anderen Creatern ausleihen. Zu diesem Zeitpunkt würde man doch eigentlich erwarten, dass man die TikTok-Ads und die Werbung schon fertig gestaltet hat, oder? Ich kann mit Stolz sagen, ich habe nichts fertig gemacht. Das Einzige, was ich gestern noch gemacht habe, war es, die Bewertungen hinzuzufügen zu unserem Store. Und dann war ich halt auf einem Android-Paid-Seminar. Kann man nichts machen. Wir haben jetzt 17 Uhr, 23 Stunden nur noch. Besser wäre es, wenn ich jetzt mal die TikTok-Ads fertig erstelle. Schritt Nummer 1, Content finden. Schritt Nummer 2, TikTok-Werbung schalten. Schritt Nummer 3, reich werden. Au! Oh, hell no! Nachdem ich jetzt das Internet erfolgreich nach, ja, Content durchgestöbert habe, habe ich 3 Videos gefunden. Ich zeige sie euch hier mal. Wunderschön, und ich habe die natürlich alle gedreht. Falls ihr einen eigenen Store aufbaut, solltet ihr wirklich eure eigene Werbung drehen. Wir machen das hier nur dadurch, dass es sowieso 48 Stunden ist. Und innerhalb dieser 48 Stunden denke ich nicht, dass wir einen Copyright-Claim bekommen. Und somit stehen uns nur noch die TikTok-Ads im Weg. Ja, wir haben 22 Stunden circa noch übrig. Und somit sind ja die Chancen hoch, dass überhaupt etwas auf unserer Webseite passiert. Ich habe nämlich Angst, dass wir innerhalb der 22 Stunden gar nichts reißen. Dadurch, dass TikTok noch nicht weiß, an wen die Werbung rangehen soll. Ich würde einfach sagen, beten wir einfach fürs Beste. Okay, ich wollte eigentlich gerade pennen gehen und habe dann nochmal unsere Shopify-Stats gecheckt. Aktuell hat die 31. Stunde begonnen in dieser Challenge, beziehungsweise die 32. Und was wir bisher erreichen konnten, ist meiner Meinung nach schon heftig. Satte 2 Sales haben wir gerissen, eine Conversion Rate von 1,8% und fast 120 Besucher, beziehungsweise um genau zu sein, 111 Besucher. 13 Warenkorb hinzugefügt, 4 Checkout erreicht und 2 konvertiert, ist meiner Meinung nach stark. Vor allem dafür, dass die TikTok-Ads dann heute schon laufen, ist es echt mega gut. In die Ads habe ich selber noch nicht abgecheckt, deswegen weiß ich nicht, wie viel die ausgegeben haben. Aber 50 Euro Gesamtumsatz, nachdem ich den Store live gestellt habe und die TikTok-Ads geschaltet habe. Krass. Okay, wir haben ein kleines Problem. Und zwar haben wir nur noch circa 1,5 Stunden in dieser ganzen Challenge und heute ist nicht wirklich viel passiert. Ich kann es euch mal zeigen. Komischerweise 0 Sitzungen. Aktuell haben wir 50 Euro Gesamtumsatz gemacht. 1,5 Stunden haben wir noch. Mal sehen, ob sich dann auch TikTok entscheidet, unsere Ads dann wieder auszuspielen. 48 Stunden sind jetzt vorbei, seitdem ich diesen Store angefangen habe. Bin ich jetzt endlich profitabel und ist dann noch etwas passiert? Nun, ihr könnt es hier sehen. Wir haben ein Sale tatsächlich noch gerissen für heute. Insgesamt 42 Besucher und eine Conversion Rate von 2,4%. Ihr seid aber bestimmt gespannt, wie viel Profit wir jetzt letztendlich mitgenommen haben. Gut, bei den TikTok-Ads haben wir, wie versprochen, fast 50 Euro ausgegeben, beziehungsweise sogar wirklich fast 50 Euro. Ich wiederhole mich. Wir haben einen Gesamtumsatz von 75 Euro, dadurch, dass eine Lampe 25 Euro kostet. 75 minus 50 sind 25. Ein Produkt kostet 7 Euro ish circa. 3 mal 7, 21 Euro. Nochmal Produktkosten abgezogen, sind wir mit einem 4 Euro Profit aus dieser ganzen Challenge raus. Stimmt auch nicht so richtig, denn wir hatten ja die Domain bezahlt, den Shopify-Plan ausgewählt und somit sind wir leider ein bisschen in den Negativen, und zwar circa minus 4 Euro durch die ganzen Kosten, die jetzt letztendlich aufgetreten sind. An sich ist das aber schon mal ein gutes Zeichen, wir haben eine gute Conversion Rate, wir haben gute Ads, unser Produkt verkauft sich, also warum sollte ich das hier nicht weitermachen, und ja, vielleicht kann man das ja über einen längeren Zeitraum mal machen.